Leichtathletik, Mehrkampf-Meeting in Rattingen mit Koal, Tiam und Weißenberg. Sportschau.de. Leichtathletik Mehrkampf-Meeting in Rattingen mit Koal, Tiam und Weißenberg. Stand 16.6.20239:30 Uhr. Während Europameister Niklas Koal bei Mehrkampf-Meeting in Rattingen eine Antwort auf den jüngst aufgestellten deutschen Rekord geben will, wird bei den Frauen ein deutsches Trio um den Titel kämpfen. Am kommenden Wochenende Samstag und Sonntag ab 10.55 Uhr im Livestream bei sportschau.de findet das traditionsreiche Mehrkampfturnier in Rattingen statt. Wie auch in den vergangenen Jahren ist das Teilnehmerfeld prominent besetzt, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Zwar ist Zehnkampf-Vorjahressieger Simon Ehammer nicht mit dabei, der Schweizer hatte vor einem Jahr vor allem im Weitsprung mit 8,30 Metern für Furore gesorgt. Die Zuschauer können sich aber unter anderem auf Deutschlands Sportler des Jahres 2022 freuen. Livestream 17.6.20:30 Uhr. Leichtathletik jetzt live Mehrkampf-Meeting in Rattingen. Koal will Olympianorm klar machen. Niklas Koal, Europameister von München, wird in Rattingen seinen ersten Zehnkampf des Jahres bestreiten. Ich freue mich, dass ich endlich loslegen kann, sagte der Mainzer dem Sportinformationsdienst, sieht, vor seinem Auftritt auf der neuen blauen Bahn in Rattingen am Wochenende. Den Wettkampf im vergangenen Jahr musste Koal noch verletzungsbedingt abbrechen. Für zusätzliche Motivation sorgt in diesem Jahr ein deutscher Senkrechtstarter. Der 22 Jahre alte Leo Neugebauer, LG Leinfelden-Echterdingen, stellte mit sensationellen 8.836 Punkten bei den College-Meisterschaften im texanischen Austin vor einer Woche einen neuen deutschen Rekord auf. Auch wenn es in Rattingen nicht zum direkten der beiden Duell kommt, will auch Koal zeigen, was er drauf hat, und sich schon einmal für die Olympischen Spiele in Stellung bringen. Ich hoffe auf die Olympianorm, die liegt bei 8.460 Punkten. Es wäre schon schön, die früh abhaken zu können, um in Ruhe planen zu können, sagte der Weltmeister von 2019, der immer erst später in der Saison so richtig in Fahrt kommt. Vor einem Großereignis liegt meine Bestleistung bisher bei 8.336 Punkten. Das wäre schon eine ordentliche Steigerung, aber die Form gibt das auf jeden Fall her. Mit Kauls Start am Wochenende könnte der Fernvergleich der beiden überragenden deutschen Zehnkämpfer in Rattingen eine Phase spannender Duelle auf dem Niveau der absoluten Weltspitze einläuten.